Mahlzeit zusammen. Wir sitzen im Kona Elektro. Der Kona Elektro ist im Moment ja das Auto der Stunde gefühlt. Also jeder spricht darüber, weil er einen gefühlt riesigen Akku hat bei kompakten Außenmaßen und demzufolge auch noch einen recht annehmbaren Preis. Ja, und für mich heißt es dann an der Stelle, okay, den muss ich auch mal fahren. Noch ein weiterer Grund ist, ich habe tatsächlich jetzt einen Kona Elektro bestellt, nicht für mich, sondern für meine Frau. Mein Ziel ist es halt, ich gucke schon wieder einmal in das Display, ich muss in die Kamera gucken. Meine Frau soll elektrisch fahren, ich fahre elektrisch und damit werden wir ein Haushalt, was komplett unabhängig ist von fossilen Brennstoffen, Heizungssysteme etc. und selber sind auch schon komplett losgelöst. Ja, und da haben wir uns gedacht, gut, an der Stelle machen wir jetzt Nägel mit Köpfen. Der Kona müsste passen. Sie fährt derzeitig im Meriva B. Und von der Größe her sind die eigentlich recht identisch. Also das, was ich jetzt hier so sehen kann. Von daher, ja, ich bin ganz gespannt. Die erste Fahrt ist eben, hat schon Spaß gemacht. Also ich habe es vom Autohaus abgeholt. Und man merkt schon, dass er deutlich mehr Leistung als ein Ioniq. Hat jetzt Winterräder drauf hier, Continental. TS 850, ich habe die TS 860 und trotzdem mit dem Drehmoment an der Vorderachse und den leicht feuchten Straßen da draußen kriegt man die Kraft nicht auf den Boden. Also da muss man schon mit einem sanften Gasfuß ein bisschen arbeiten. Nichtsdestotrotz, schönes Auto bisher, macht mir Spaß. Hier drin gefällt mir das auch eigentlich ganz gut. Machen wir gleich nochmal den normalen Check jetzt hier, so wie ihr das kennt. Und dann geht's los. Ziel ist heute ganz klar, meine Pendelstrecke zu fahren, um auch mal zu gucken und welchen Verbrauch haben wir dann. Und demzufolge auch mal eben meine Frau fahren zu lassen. Die ist da auch ganz gespannt drauf. Die wartet jetzt gerade zu Hause. Und da bin ich gespannt. Vielleicht kriegt er auch ein, zwei schöne Videos mit einem überraschenden Gesicht, wenn sie merkt, wie das Auto am Strompedal hängt. Gut, also. Jo, das ist also der Kona Elektro. Unvergangenbar zu erkennen an der geschlossenen Front hier. Ja, da haben wir auch gleich das erste Element hier vorne. Anders als beim Hyundai Ioniq, der die Ladesäule, die Ladebuchse da hat, wo eben ein normaler Verbrenner den Tankeinfüllstutzen hat, an der Seite, hat der Elektro-Kona, den hier vorne, ist ein sogenannter Nasenlader. Hat viele Vorteile, gerade wenn man mal eine Autobahn Raststätte hält oder so, dass man den gemütlich einpacken kann. Beim Ioniq muss man da schon mal ein bisschen rangieren. Anzeige für den Ladezustand ist übrigens hier oben. Das ist das, was beim Ioniq in Blau auf dem Dashboard oben zu erkennen ist. Ja, ansonsten geschlossene Front. Oben sind die Tagfahrscheinwerfer. Der Wagen steht schon auf Winterrädern. In diesem Fall übrigens, habe ich doch schon erwähnt, 64 Kilowattstunden Batterie, Premium Ausstattung. So, machen wir den Kofferraum mal eben auf. Ja, das ist der Kofferraum. Ja. Der Boden ist recht hoch. Hier unten ist das ganze Equipment drin, was so rein muss. Das ist einmal der Ladeziegel und das Typ 2 Kabel. Ja, ansonsten vom Material her merkt man schon, er ist halt doch etwas günstiger eingestuft verglichen zum Ioniq, wobei das Fahrzeug selber natürlich teurer ist, weil die Batterie eben dementsprechend teurer ist. Wenn man jetzt aber den Kona selber sieht, den wie man ihn halt als Verbrenner bekommt, ist es ein günstiges Fahrzeug. So, der Platz auf der Rückbank. Der Sitz ist jetzt auf mich eingestellt. Wie man sieht, ich bin 1,75. Ich habe eine Hosenlänge von 32 und somit normal lange Beine. Und mich jetzt mal hier hinsetzen. So. So, sitze jetzt bequem. Man hat jetzt hier, ne, wir gucken jetzt hier, sieht man, was, Zeigefingerlänge Platz.
ja, finde es bequem. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich dachte, wäre weniger Platz gewesen. Was hier auffällt, das sieht man jetzt hier nicht, aber ich glaube, im Gegensatz zu meinem Ioniq mit Glasschiebedach, wo überall LEDs verbaut sind, sind hier oben keine LEDs verbaut. Ziemlich sicher, dass das keine LEDs sind, was man hier sieht. Ja, ansonsten gibt es hier hinten wenig zu finden, wenig zu meckern. Elektrische Fenster hat er. Er hat nicht, wie der Ioniq hinten, eine beheizte Rücksitzbank. Aber das nutzt man noch wenig. Ja, also steigen wir mal aus. Jetzt habe ich vorne habe ich den Sitz mal so eingestellt, wie ich ihn gleich testen möchte, weil es geht gleich nach Hause. Und da wollen wir das Ganze mal ausprobieren mit Kindersitz. Das heißt, ich habe diesen Sitz jetzt hier ziemlich weit nach vorne gestellt, so dass ich hier nicht mehr viel Platz habe. Das seht ihr, das ist also Daumenlänge noch. Das ist für mich noch so wirklich gut erträglich. Ich habe den Sitz nicht in einer völlig senkrechten Position. Das ist nicht das, was ich selber mag. Also und ich bin ja der Mitfahrer meistens in diesem Fahrzeug zukünftig. Wie sagt er mal, der Wagen geht ist mal für meine Frau. Das heißt, so würde ich mich jetzt noch wohlfühlen. Ich kriege das Handschuhfach auf, wenn ich mein Bein so ein bisschen zur Seite abwinkel und das hier an der Seite stelle. Dann geht das Handschuhfach auch auf, wenn man mal was brauchen sollte. Ja. Und ansonsten habe ich damit nämlich, um das mal eben zu zeigen, hier einen Platzbedarf, der noch ein bisschen mehr ist als beim Fahrersitz. Und dementsprechend habe ich gleich die Hoffnung, dass der Kindersitz meiner kleinen Tochter hier ganz gut reinpasst. Aber das gucken wir uns gleich mal eben an. Gut, also so weit zum Außencheck. Kann man mal eben vielleicht gucken. Also er hat auf jeden Fall die Winterkontakt von Continental TS 850 drauf. Aber es sind nicht die 17 Zöller, die man sonst so kennt, sondern doch. 215, oh, ich nehme alles zurück, ey. Erkennt man das da? 215, 55, R17. Die sehen deutlich kleiner aus irgendwie. Das macht das schwarz. Ich bin kein Freund von schwarzen Felgen. Habe ich das schon mal erwähnt? Sieht für mich aus wie Stahlfelge und Stahlfelge bin ich auch kein Freund von. So. Gut, also. An der Stelle soll es das genügen. Und dann geht's jetzt los. So, der Kona Elektro. Auf den ersten Blick, gerade vom Display her, sieht das genauso aus wie beim Ioniq. Ich mache das Fahrzeug mal eben an. Auch hier eine interessante Begrüßung. Oh, Musik ist doch an. So, sorry. Ja, passiert mir immer häufiger, seit ich die neue Kamera habe, weil normalerweise habe ich das iPhone in der Hand und sobald man damit filmt, geht die Musik aus. Ist hier natürlich nicht der Fall. Jetzt machen wir ein bisschen Innenraumbeleuchtung an, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, also, erstes Thema. Ich bin 1,75, ich sitze jetzt hier vorne völlig bequem und das, was alle meckern mit der Mittelkonsole hier, die hier oben auf der Kniehöhe ist, ich habe damit gar kein Problem. Also, ich sitze hier ganz normal, ich finde es sehr gemütlich. Also für mich nicht nachvollziehbar, das Gemecker an der Stelle. Ich bin aber auch wirklich diese asiatische Durchschnittsgröße, 1,75 und nicht 1,90 oder größer. Also für mich kein Problem. Das Display deutlich anders als beim Ioniq, muss ich sagen. Schärfer Auflösung gefühlt. Die Oberfläche fühlt sich auch komplett anders an. Gar nicht schlecht. Ne? Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen einzelnen Einstellungsmöglichkeiten gehen. Ne? Das kann ich dann machen, wenn ich den Kona meiner Frau habe. Hier geht es jetzt wirklich heute nur einmal um das Pendeln. So, Display selber. Da können wir uns mal eben das resetten. Das war jetzt das, was eingangs hier schon drin war. So. Ich kann es nicht resetten. Ja, gut. Mal gucken. Kann ich den hier? Den hier. Okay, das ist witzig. Ich kann diese Fahrtinfo nicht resetten. Hier unten seht ihr, den kann ich resetten. Zack. Das ist auch beim Ioniq anders. Ich kann beide Versionen resetten, wie ich möchte. So, wir fahren im. Hier sind die Drive-Mode-Schalter. So. Wir fahren nicht im Sportmodus, wir fahren im. Das nennt sich Komfort neuerdings hier.
Also ich zeige das mal eben hier. Eco, Komfort, Sport. Wir fahren im Komfortmodus. So, ich kann übrigens hier, das seht ihr jetzt, hier unten steht Einstellungen. Da geht es jetzt in die Einstellung für Klimaautomatik, Rekuperation etc. Das ist auch anders als beim Ioniq. Das läuft da über ein zentrales EV-Menü. Ja, ansonsten hier seht ihr, habe ich gerade die. So. Also, ein bisschen mit den Kabeln hier. Das Kabel war gerade eingeklemmt und der Deckel ging nicht auf. Das ist das Kabel vom Ioniq. Das muss länger sein. Deswegen sieht das hier jetzt gerade so ein bisschen tüdelig aus. Wie gesagt, da kann meine Frau ein deutlich kürzeres Kabel nehmen und das dann dafür nutzen. So, hoffe ich, dass ich das hier nicht nochmal einklemme jetzt hier. Ich hab's wieder, naja, so ist gut. Okay, Material im Innenraum. Na? Das ist Das ist weiß ich auch nicht. Das ist anders. Das ist anders, definitiv. Ja. Deutlich härter. Robuster. Auch hier. Ja, aber jetzt, ich vergleiche das jetzt ja auch mal mit unserem Meriva, den wir haben. Das ist okay. Ich finde das auch sehr schön eingepasst hier. Das Lenkrad ist komplett eigentlich identisch zum Ioniq gefühlt. Muss gleich nochmal drauf achten. Ja, ansonsten ist das Auto recht kurz. Dann mal eben nach hinten, auf die Rückbank, hinten raus. Das kleine Fenster da hinten ist auch nur zur Zierde da. Dadurch eine recht dicke C-Säule. Vielleicht nennt man es auch schon D-Säule, je nachdem, wie man diese kleinen, schmalen Grater benennen möchte. Also da verstecken sich ganze Schulklassen hinter. Ja, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einfach mal mit euch fahren. Kleiner Eindruck vom Innenraum an der Stelle. Menü so wie beim Ioniq hier im Startscreen. Alles, was dahinter kommt, da möchte ich dann in Ruhe drauf eingehen, wenn wir das Fahrzeug mal länger zur Verfügung haben und ich mich mal damit in Ruhe beschäftigen kann. Sprich, Liefertermin Januar 2019 und dann werdet ihr sicherlich auch mehr von mir, vom Kona erfahren. So, Reichweite jetzt noch, 64 Kilowattstunden Batterie hier drin, 292 Kilometer bei, jetzt müsste ich mal doch in den EV-Einstellungen gucken, seht ihr 82%. Gut, also nichtsdestotrotz, das soll es gewesen sein, fahren wir los. Ja, das kennt ihr ja auch schon langsam. Von hier aus geht es immer los. Auto holt, aktivieren. Drive Mode ist aktiviert soweit. Ich fahre hier im ganz normalen Modus. Verpasse hier fast meine Grünphase, weil ich da am Rumspielen bin. So. Und dann gucken wir jetzt mal Limiter auf 60. Bei diesem Auto besonders wichtig. Der ist so schnell auf Stadttempo bzw. Punktetempo in der Stadt, dass ich definitiv ein bisschen darauf achten muss, den Limiter so zu nutzen, wie es sich gehört. Ja, ich bin selber gespannt, wo ich landen werde. Also habe heute Morgen mit meinem Auto eine 15,3 waren es, glaube ich, Kilowattstunden auf 100 Kilometer gebraucht. Und der Kona jetzt von der Effizienz her natürlich nicht ganz so gut. Vom Akku her deutlich schwerer als Fahrzeug, gehe ich von aus, müsste ich gleich mal gucken, blende ich unten ein. Ja, und daher muss man mal gucken, wo man landet dann nachher, ne? Interessant wird es auf jeden Fall werden. Ja, was man auf jeden Fall merkt, der ist natürlich deutlich komfortabler als der Ioniq, was natürlich kein Wunder ist, weil ich habe ja A, die H&R-Federn verbaut und B, habe ich 18 Zöller drauf, ne? Also jetzt im Moment aktuell natürlich nicht, da fahre ich mit 2,5 Bar und meinen Winterrädern, die auf der Originalfelge sitzen, aber generell ist es dann doch so.
Ja, vom Druck her, es ist hier in PSI angegeben, hat er 36 PSI. Das ist natürlich, das muss ich jetzt mal gucken, ob ich das umstellen kann. Also, das versteht ja keine Sau. Unten steht jetzt, was 36 PSI sind, aber das ist ja für mich, ne. So, also stehen wir gleich mal gucken, ob ich dann, das ist ja für mich. Da seid ihr jetzt wieder live dabei. Schwung hat keine Ahnung. Und jetzt gucke ich mal eben, dass ich das umstellen kann. Ich hoffe, dass hier Verbrauchseinheit, Einheit des Reifendrucks. Bar. So. Stellen wir wieder um. Grünphase, perfekt. Also, 35,36 PSI sind 2,5, hinten hat er 2,4 Bar, also es sind 35,36 PSI sind ungefähr 2,5, 2,4 Bar. Haben wir alle was gelernt gerade und demzufolge fährt er mit dem identischen Reifendruck, wie ich mein Ioniq fahre. Gut, soweit dazu. Es geht Richtung Autobahn, Pendelstrecke, ihr kennt das. So, wie ihr seht, geht es jetzt gerade auf die Autobahn rauf. War ein bisschen viel Stadtverkehr, bin mitten im Berufsverkehr. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was er auf der Autobahn verbraucht. Also ich glaube, das ist generell auch für viele andere spannend. Gerade im Hinblick auf den E-Cannonball, der irgendwie startet und wo einige Konas unterwegs sind, ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant, mal zu gucken, was so ein Kona auf der Autobahn verbraucht. Also. Der macht zu Spaß, das Ding, also muss ich sagen. Also, der geht gut vorwärts. Oh, herrlich. Ja, sorry für diesen ganz kurzen. Ja, das macht einfach Spaß. Gut, also, jetzt Autobahn 130. Ich habe den Limiter auf 130 gesetzt und fahre meine ganz normale Pendelstrecke. Ich gehe davon aus, dass es gleich im Rahmen von der Überseestadt, das ist so da, wo es in die City geht, hier in Bremen, ein bisschen voller wird. Vielleicht noch mal kurz vor meiner Abfahrt in Bremen Nord. Und ja, dann sehen wir am Ende auf jeden Fall, wo wir bei rauskommen. Neue Kamera kennt ihr inzwischen. Habe ich jetzt mal bewusst auf den Dämmerungsmodus eingestellt, weil es doch schon ein bisschen anfängt, dunkler zu werden. Mal sehen, wie die Bilder werden. Also jetzt im Moment bin ich noch recht zufrieden. Ab jetzt, die Kamera hängt an der Innenscheibe. Oh, ich bin zu schnell, das geht ganz schnell. Wo ich Limiter gesetzt habe, wenn man das Strompedal ein bisschen zu sehr durchtritt, dann überwindet der natürlich den Limiter und das geht dann mitunter doch recht fix. Naja, auf jeden Fall, die Kamera hängt an der Frontscheibe und ich bin gespannt, was danach in die Qualität sagt. Bin aber recht optimistisch. Was ich noch ausprobieren werde, ist auf der Rückfahrt. Nee, das glaube ich mal nicht. Never change a running system. Das werde ich die Tage mal probieren. Er hat zwei verschiedene Modi des Stabilisators drin. Und dieser Bildstabilisator an der Stelle gibt es einmal auf aktiv und Standard oder so. Ich habe den auf aktiv gestellt, weil ich dachte, gut, das wackelt bei mir im Ioniq ein bisschen mehr, also forderst du den Bildstabilisator auch ein bisschen mehr raus. Ja, wie gesagt, da werde ich noch ein bisschen rumprobieren. So, was gibt es sonst zu sagen? Also, Windgeräusche habe ich, ja, habe aber auch die Reifengeräusche wahrscheinlich. Er ist jetzt nicht auffällig leise. Das ist jetzt kein Jaguar I-Pace, das ist jetzt kein GLC Fuel Cell, es ist auch kein EQC so vom Geräuschniveau. Das ist natürlich deutlich lauter hier, aber wir sprechen auch von einem Auto, was die Hälfte kostet von den eben genannten Fahrzeugen, wenn nicht sogar noch weniger. Das Head-Up-Display ist ja hier gelöst, das habt ihr im Innenraum-Check vielleicht auch gesehen. Mit so einer Scheibe, die automatisch hoch und runter fährt, funktioniert sehr, sehr gut. Ich selber finde es natürlich eleganter, wenn diese Informationen wie bei Mercedes, BMW etc. direkt in die Frontscheibe geblendet werden. Aber diese Scheibe macht durchaus einen sehr guten Job und er fällt auch nicht wirklich auf, wenn man jetzt längere Zeit damit fährt.
glaube, das ist nur so dieser erste Eindruck, wo man dann sagt, oh Gott, wieso macht ihr nicht die Scheibe, warum macht ihr da extra so ein kleines Plastikgedöns, was da rausfällt, aber sei es drum. Ja, ach ja, genau, das Soundsystem. Ich selber bin, ich höre eigentlich nur Musik über Apple Music. Soll an dieser Stelle keine Werbung sein. Es gibt auch noch Amazon Prime Music und Spotify und wen auch immer. Nee, ich höre es halt bei Apple Music, ist auch egal. Höre aber auch dementsprechend viel Musik und höre weniger Radio. Mich nervt da das Gelaber. Wenn ich selber schon viel laber, dann brauche ich das nicht noch im Radio zu hören. Und lege deswegen halt auch Wert auf gute Akustik. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Infinity Sound System im Ioniq ist okay. Mehr, nicht weniger. Das Krell-Soundsystem hier im Kona ist der Hammer. Also, das ist richtig, richtig gut. Das hört sich astrein an, muss ich ehrlich gestehen. Und das hat mich eben schon sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Und da habe ich nachher, wenn ich in meinen Ioniq steige, schon so ein bisschen Befürchtung, jetzt fehlt die Leistung und der Sound ist nicht da und dann bin ich ganz enttäuscht und muss mich erstmal wieder 2 Tage dran gewöhnen, dass ich eben einen Ioniq fahre. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, ich liebe den Ioniq, das ist echt ein tolles EV, aber beim Soundsystem ist man natürlich nicht auf der Höhe wie das Krell-Soundsystem hier. Und die Leistung 204 PS jetzt aktuell in diesen 64 Kilowattstunden Kona gegenüber den 120 PS im Ioniq, das merkt man dann halt doch auch, ne? Gut, also, wir fahren weiter. So, wir kommen gerade aus dem kleinen angekündigten, das ist kein Stau, das ist zäh fließender Verkehr, Abfahrt Bremen-Nord. Da konnte ich jetzt mal eben so ein bisschen den Staufolgeassistenten ausprobieren, funktioniert sehr gut. Ab 30 km/h merkt er dann natürlich, dass das dass die Hände ans Lenkrad gehören. Und da muss ich sagen, sehr dezent hier in Kona. Also wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich da gern vom System angeschrien werde. Ich soll ja wohl meine Hände ans Lenkrad nehmen. Das ist ja sehr dezentes Pling mit dem Hinweis, bitte die Hände eben ans Lenkrad zu nehmen. Das gefällt mir deutlich besser. Mein Ioniq, der schreit mich immer an. Bist du denn verrückt? Nimm gefälligst die Hände ans Lenkrad oder so. Ja, gefällt mir dann doch hier besser. Ich bin da auch an der Stelle sensibel und ich weiß damit immer gar nicht umzugehen, wenn mein Auto mit mir schimpft. Ja, Spaß beiseite. Das ist doch für mich aber definitiv auch ein bisschen eleganter gelöst. Also ich glaube, das wird meiner Frau auch gefallen. Die hat sich da auch immer drüber nicht aufgeregt. So, was ist denn jetzt schon wieder? Nimm doch mal hin, den Lenkrad. Ja, Schatz, Entschuldigung. Ich bin gerade tiefenentspannt, weil mein Ioniq so schön fährt. Ja, sie wird das vielleicht dann selber zu schätzen wissen irgendwann, dass das Fahrzeug sehr, sehr, sehr gut fährt, gemütlich und ja. Ich muss jetzt mal eben sagen, zu den Geräuschen. Der Kona, meiner Meinung nach, ist jetzt nicht deutlich leiser oder lauter wie der Ioniq, weil viele sagten irgendwie, der Kona, da merkt man dann doch nochmal, dass der irgendwie schlechter gedämpft ist etc. Kann ich so nicht bestätigen. Also ich habe da jetzt auch schon ein bisschen Fahrerfahrung mit meinem Ioniq, genau genommen 20.500 Kilometer oder so sind es. Und ich glaube, ich kann da jetzt auch schon so ein bisschen einschätzen, ob das Auto jetzt lauter oder leiser ist, indem ich dann aktuell fahre. Und das ist beim Kona definitiv nicht so. Also, wer den Ioniq mag vom Fahren her, der wird den Kona genauso gut finden. Man sitzt hier natürlich deutlich höher drin, nicht so hoch wie jetzt der Kollege vor mir in seinem Kia Sorento, aber doch deutlich höher als in einem tiefer gelegten Ioniq. Das ist nun auch an der Stelle kein Kunststück. Ich denke mal, der Miriva B meiner Frau ist vergleichbar und von daher, sie wird es, glaube ich, mögen. Ich bin immer noch keine Zoe gefahren. Also in der Zoe soll man ja auch ein bisschen höher sitzen. Kann ich halt an der Stelle gerade keinen Vergleich ziehen. Aber das wird sicherlich nächstes Jahr kommen. Auf meiner EV-Bucketlist steht der Zoe ganz, die Zoe steht da ganz oben auf der Liste.
Und dann möchte ich auf jeden Fall halt nochmal ein E-Golf, ein E-Up fahren und den Leaf 2. Mal gucken, ob es ein Kia Niro irgendwann bei meinem Bekannten im Autohaus gibt. Ja, was war's überraschen, was da noch kommt. Ja, ich bin mal gespannt übrigens zum Thema, was kommt, was die Kamera macht. Man sieht ein ganz leichter Niesel. Scheibenwischer werden aktiviert und da bin ich mal gespannt, wie das Bild jetzt sich entwickelt. Aber das werden wir nachher sehen. So, jetzt seht ihr die Ampel da vorne auch mal in Action, die Fußgängerampel, an der ich immer links abbiegen muss. Die gibt es auch in Rot. Heißt für mich, ich bin gleich zu Hause, dann bin ich mal gleich gespannt, wie kamerascheu meine Frau ist oder eben nicht. Und wir probieren das mit dem Kindersitz mal aus. Und fahren dann wahrscheinlich auch mal eben kleine Tour. Ich werde für euch das hier gleich nochmal eben festhalten, wie wir beim Zwischenstand jetzt sind. Also kann ich jetzt schon mal verraten, wir sind bei 18,6 derzeit. Habe auch ein bisschen länger gebraucht, jetzt mal überlegen, wann ich resettet habe, das weiß ich gerade nicht. Nee, aber 18,6 ist jetzt die Zahl des Tages. 15,5 heute Morgen, ich mit dem Ioniq. Und ich werde den Ioniq nachher nochmal nach Hause fahren. Da kann ich dann auch nochmal vielleicht kurz sagen, wo wir landen werden, wo ich im Vergleich bin. Das heißt, jetzt unten blende ich eine Zahl ein, wo ich heute mit dem Ioniq auf der Rückfahrt gelandet bin, was dann die gleichen Wetterbedingungen sind wie das, was ich jetzt hier habe, um einfach mal einen Vergleich zu ziehen. 18,6 gegenüber dem, was da jetzt steht. So, das sind die Zahlen des Tages. 18,3, 28 Kilometer, 36 Minuten, 11 Grad Außentemperatur, ja, und ja, jetzt bauen wir mal einen Kindersitz um und gucken dann, wo wir landen. Ja, so, das ist der Meriva. Das ist der Kona. Man sieht da eigentlich, die sind doch von der Höhe recht ähnlich. Meine Frau versucht da jetzt gerade die Station für den Kindersitz auszubauen, um dann diese mal in den Kona einzubauen. Um dann zu gucken, ob das alles so passt, wie wir uns das vorstellen. Weil damit steht und fällt natürlich das Auto hier. Und ja, ich bin da jetzt einfach mal gespannt, was passiert. Hoffe, wir bleiben hier kratzerfrei an der Stelle. Hallo. Ja, dann gucken wir jetzt mal. Oh, wei. Oh, wie ich das schon sehe. Eieieiei. Oh wei, ah, schöne Landschaft hier oben, ne? Ah, guck mal. Nein, gut, ja. Joa. Klack, klack. Joa. Und klappt oder klappt nicht? Ich muss erstmal die gucken, wo die hier reinkommen. Mit die meinst du die Verankerung für den Isofix-Bügel? Sie sucht gerade die Isofix-Bügel. Joa. So. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an hier vom Platz. Was sagst du? Ist ähnlich wie bei mir rüber, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit. Ich habe den so eingestellt, dass ich gemütlich sitzen möchte. Dann sieht das größer aus. Dann? Du siehst ja, dass der Vordersitz und der Rücksitz. Okay, einmal Reboard-Position. Weil. Mehr Platz als im Meriva, etwa. Etwas mehr Platz im Meriva, weil hier, da lagen wir an am Meriva, an der Rückenlehne. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben hier tatsächlich ein bisschen mehr Platz.
Ich kann also noch bequemer sitzen, als ich ohnehin mir den Sitz schon eingestellt habe, in einer bequemen Position. Nach vorne gucken. Jo. Ja, genau den Test habe ich auch gemacht. Etwas bequemer als im Meriva. Siehst du? Also, das ist ja schon der Test überhaupt gewesen, weil das war der wichtigste überhaupt. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir unsere Kleine noch fragen, ob die mitfahren will und ja, so sieht das dann aus. Also, es passt der Reboarder von, welche Marke ist das Ding? Cybex. Cybex, genau. Sirona M-E-Size. Sirona M, ich glaube, das heißt I-Size, aber für meine Frau auch E-Size, das ist egal. Er passt aber sehr gut, wie man sieht. So, auch als Reboarder. Unsere Kleine fährt aber auch gerne nach vorne. Mittlerweile, ist jetzt 3. Insofern passt es beide. Einmal wieder umdrehen. Ja, so. Also, davon mal abgesehen, dass du den Schalter jetzt nicht gefunden hast. Wie war's? Ja, sehr geil. Ja, ist gut? Ja, der zieht richtig. Ja, ach was. Ja. War jetzt ja nur eine kurze Probefahrt. Ja. Aber Autobahn ist der bei 180 abgeregelt? Ja. Okay, meine Frau ist geheizt, wie ihr merkt. Gut. Ja, Brille hat sie auf, damit sie überhaupt noch was sieht beim Autofahren. Ja, ist doch gut. Ich bin da ja sehr vorbildlich. Ja, sprach die Frau, die mit 180 mit dem Elektroauto über die Bahn gondelt. Egal. Gut, also er fährt 180, ist abgeregelt. Frau ist zufrieden, kannst du dir gut vorstellen, ja? Ja. Gut. Farbe wird? Schön. Hä? Farbe wird schön? Ja. Welche Farbe kriegst du denn? Rot. Ja, ja. Also weiß doch keiner. Ja. Weiß jetzt, ich ja nicht. Jetzt wissen sie es. Gut, also, dann ist da der WAF auch abgeklärt und ich kann das Auto jetzt wieder zurückbringen. Fahr mir noch über den Fuß, du. Gut. Okay, also, an der Stelle machen wir Schluss. Okay, tschüss sagen. Ciao. So, ja, Auto muss jetzt wieder leider zurück. Ich guck mal eben, dass ich hier natürlich nichts vergesse, beziehungsweise mache ich mich jetzt einfach mal auf den Rückweg. Oh, jetzt aber dunkel hier. Meine Güte, das geht schnell. So. Zack. Ja, ansonsten melde ich mich von der Fahrt. Ich muss jetzt mal den Nachtmodus ausprobieren. Es ist plötzlich zappenduster. So schnell wie die Sonne untergeht, das ist ja der Hammer. Ja, fahren wir zurück. Ich fahre jetzt die Pendelstrecke nicht zurück. Aufgrund der Zeit, ich muss sie um 18 Uhr zurückgebracht haben, fahre ich nur bis zum Autohändler. Da ein kurzes Statement im Rahmen des Zeitlimits und dann war es das für mich. Gut, also, los geht's. So, jetzt mal gucken, was der Nachtmodus kann. Oder ob ich dann lieber auf den Dämmerungsmodus gehe. Das muss ich mir gleich mal angucken, wie das aussieht. Nicht, dass er überbelichtet, wenn da gleich Autos entgegenkommen. Ich glaube, ich wechsle mal eben auf den Dämmerungsmodus. Also, das mache ich mal eben. Mal gucken, ob das jetzt bei der Aufnahme geht. Stelle mich mal eben hier an den Rand. Und gehe auf die Einstellungen. Nicht, wenn Wiedergabe läuft. Also, ich schalte euch mal eben weg. So, da seid ihr wieder. Jetzt bin ich im Dämmerungsmodus. Man sieht das schon, dass da jetzt so ein bisschen Rest, sieht aus wie durch so einen Restlichtverstärker. Und ja, meine Frau ist eben, wie ihr natürlich gehört habt, mal ordentlich in die Pedale gegangen und guckte mich an, ist sie bei 180 abgeregelt? Oh, Frauen. Also ich bin ja froh, dass ihr Frau habt, die auch mal gerne Gas gibt. Sagte eben noch, sie war wohl ein bisschen geflasht, deswegen hat sie auch ein bisschen Blödsinn erzählt. nein, also kein Blödsinn erzählt. Ihr habt es ja selber eben gesehen. Gut, also. Das Wichtigste ist, Kindersitz passt. Und ihr gefällt das Auto. Insofern fehlt nur noch der Onkel Jürgen unten aus Landsberg und dass wir unser Auto bekommen, wo wir dann sehnsüchtig drauf warten. Avisiertes Lieferdatum ist an der Stelle Januar. Ja, und wir lassen uns da einfach mal jetzt überraschen. Wie im letzten Video weiß ich immer noch nicht, wie das Rot heißt.
diesmal versuche ich dran zu denken, es jetzt unten einzublenden. Ich vergesse es echt. Ich bin immer bei dem Fury Red vom Ioniq. Das ist es aber nicht. Gut, also. Wir bringen das Auto zurück. Mir gefällt der Kona sehr, sehr, sehr gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein tolles Auto. Ja, und alles weiter dann mal eben von unterwegs. So, wo ich jetzt hier gerade auf die Autobahn will und auf die Ampel zu rolle, ihr merkt das gerade, ich probiere es gerade aus. Es ist definitiv so, dass das Fahrzeug kriecht, das heißt so ein richtiges One-Pedal-Driving mit bis auf Null und dann stehen bleiben hat er nicht. Aber das bin ich ja vom Ioniq gewöhnt, ne? Insofern ist das jetzt nichts Besonderes an der Stelle. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Rekuperation, das ist schwer zu beschreiben jetzt gerade. Es ist anders als beim Ioniq. Sie setzt irgendwie anders ein. Also es ist erst, als wenn sie so ein bisschen weich einsetzt, um dann dementsprechend ein bisschen stärker zu rekuperieren. Also das ist beim Ioniq deutlich linearer. Das ist hier halt irgendwie anders. Gut. Ja, sonst Kurvenlage, wie gesagt, das, ja, beschleunigt tut er gut. Upsi, 130 jetzt schon. Also, er ist deutlich, deutlich, deutlich schneller als der Ioniq auf 130 jetzt auch. Also, man hat den E-Motor eben ein wenig fiepen hören, das ist für mich völlig okay, das gehört irgendwo zum E-Auto dazu. Beschleunigung ist richtig gut, macht richtig Laune. Ja, und was bleibt mir sonst noch zu sagen? Ich werde gleich mal gucken, ich sehe gerade 17.30 Uhr. Ja, ich schaffe das nicht ganz. Also ich werde definitiv nicht mal in der Pendelstrecke fahren. Also das passt zeitlich einfach nicht. Muss gleich mal gucken, wo ich lande, wo ich dann rausfahre. Da habe ich dann lieber ein kleines Fazit für euch parat. Ja, Autobahn, absolut safe, ne? Das fährt richtig normal. Also, er ist halt von der Lautstärke her, die Windgeräusche, Fahrgeräusche, Reifengeräusche, die hört man deutlich, das habe ich auf der Hinfahrt schon gesagt. Zudem trägt das leicht feuchte Wetter jetzt dazu bei, dass es auch noch deutlicher zu hören ist und somit denke ich schon, ja, da ist man halt nicht im Premium-Segment, sondern ich sag mal im Normalverbraucher-Segment und das ist aber auch völlig okay. Na ja, war es wieder, ne? Ein bisschen zu schwer, mein Bleifuß und zack, ja. Aber wichtig ist, das Auto macht Spaß. Verbrauchstechnisch, ich weiß immer noch nicht, wie ich es gleich mache. Vielleicht fahre ich doch mal eben bis zur Fahrt durch. Also, gucken wir mal. Ich entscheide gleich. Ja, ihr seht gerade, es ist doch ein bisschen mehr Verkehr jetzt. Wir haben 17.40 Uhr circa. Ich fahre jetzt nicht meine komplette Pendelstrecke, das habe ich gerade beschlossen. Ich werde jetzt hier gleich in Bremerhorn runterfahren und werde dann direkt zum Auto ausfahren. Dann habe ich noch ein bisschen Luft, muss ja nicht auf den letzten Drücker kommen. 18 Uhr war die Deadline. Ja, und dementsprechend fahren wir jetzt hier mit dem Kollegen vor uns da runter. Und dann gucke ich gleich mal, dass ich da noch eben ein ruhiges Plätzchen für einen letzten Kommentar erwische. Muss ja nicht direkt auf dem Parkplatz des Autohauses sein. Also so, richtige Abfahrt nehmen, das ist nicht die hier. Dann wäre es noch gewesen. Hätte ich mir noch die Türen erlauben müssen. Nein, hätte ich nicht. So, ja. Wir fahren jetzt hier runter. Reichweite jetzt, nachdem meine Frau das Auto betreten hat. Und das wäre jetzt auch, ich hatte jetzt eben nicht resettet am Beginn der Fahrt. Und somit wäre das auch nicht vergleichbar gewesen für den Verbrauch.
liegen jetzt nämlich bei 19,4, dem geschuldet, dass meine Frau meinte, sie müsste mal gucken, wie schnell so ein Elektroauto fährt. Gut. Am Ende wird alles zusammengezählt. Wir fahren jetzt zum Autohaus und dann gibt es gleich noch ein kleines Fazit. Ja, kleines Fazit zum Hyundai Kona. Tolles Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob der Preis für jemanden angemessen ist, das muss ich ja für sich entscheiden. Ich finde es durchaus günstig. Das Fahrzeug bekommt man in der Premium-Ausstattung in einem berühmten Landsberger Autohaus für ca. 42.000 Euro. Ausstattung volle Hütte und der Style ist dementsprechend günstiger. Trend würde ich gar nicht so empfehlen. Das ist wieder das Thema Wärmepumpe. Das kennt ihr vielleicht und von daher ja, muss das wieder für sich entscheiden. Ich kann ihn wirklich empfehlen. Fahrt das Auto Probe. Das macht super, super mega Spaß. Also es ist echt mega mäßig, wie der Dieter sagen würde. Ja, und ich finde ihn wirklich total angenehm zu fahren. Ich bin eigentlich gar kein SUV-Fahrer. Das Erste, was ich mit dem Auto mache, ist den wirklich nach unten auf den Boden legen, um dann so weit wie möglich mit dem Arsch auf dem Boden zu sitzen, eben quasi. Also ja, das ist einfach immer so gewesen. Aber aufgrund dessen, dass die Batterie hier so unten im Boden ist und alles, hat er den Schwerpunkt natürlich weit unten und man kann ihn richtig gut fahren. Echt, also meine Frau ist begeistert, ich bin begeistert. Also wir freuen uns auf den roten Kona in der Premium-Ausstattung und ja, dann geht es elektrisch weiter. Ne? Und dann gibt es immer zwei Autos, die ich fahren kann und die ich dann auch vergleichen kann. Das heißt, es wird im Sommer oder im Frühling noch jede Menge Kona-Videos dann geben, wo ich eben so einige Fahrversuche, die ich jetzt mit dem Ioniq gemacht habe, nochmal mit dem Kona nachfahren werde. Einfach aus dem Grund, weil es geht. Ja, soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich gucke nochmal eben drauf, zwar nicht der Rede wert, aber damit wir mal eben den Vergleich sehen von dem, was wir eben hatten. 19,3. Sollte ich vielleicht nochmal eben vielleicht ein Foto machen. Kann man machen. So. Zack. Ja. Ich soll den Fuß aufs Bremspedal machen. Will ich aber gar nicht, weil ich will nur eben ein Foto machen. Zeigen. Jetzt nochmal einmal ohne Finger. So, also das hätten wir auch erledigt. Ich packe meine 7 Sachen hier ein. Für mich geht es jetzt in den Feierabend. Und ja, an der Stelle hoffe ich, dass euch das Video, auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer war, nicht ganz so ausgiebig war, wie es sonst ist. Ich hoffe, es hat euch doch noch gefallen. Ihr habt meine Frau kennengelernt. Ja, bleibt mir an der Stelle eigentlich fast nichts mehr zu sagen, außer euch noch einen schönen Feierabend zu wünschen. Bis zum nächsten Video. Ist ja schon geplant, habe ich ja angekündigt. Geht nochmal um das Thema Mythos Drive Mode. Ist Eco wirklich sparsamer als der Sportmodus? Und da werde ich jetzt das Ganze auf meiner Pendelstrecke nochmal fahren, wo die Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich geringer ist, wo vielleicht auch das Rekuperationsthema nochmal deutlich mehr eine Rolle spielt. Ja. Und sonst fällt mir bestimmt noch das andere oder andere Thema ein. Gerade jetzt im Hinblick auf den Winter, der dann endlich kommt. Und da gibt es dann erste Wintervideos, wie sparsam oder eben nicht ist der Ioniq auf der Pendelstrecke im Winter. Ja. Gut, gucken wir nochmal, ob wir nichts vergessen haben. Und dann war's das, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle übrigens nochmal einen ganz besonderen Gruß in den Süden der Republik und noch weiter unten. Also ich habe tatsächlich auch Leute, die mich in der Schweiz gucken. Servus, Grüezi und Hallo. Also schön, dass ich selbst da hinten Leute habe, die meine Videos abends sich ansehen. Freut mich wirklich ganz besonders. Und ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Würde mich immer freuen. Kommentare immer gern willkommen. Ich versuche auch alles so schnell wie geht zu beantworten. Auch die ganzen Tipps zum Thema Aufnahmemodi etc. pp. Helfen mir ungemein, besser zu werden. Ein oder andere Idee gibt es auch noch, wie man vielleicht auch ein bisschen den Tacho mit einblenden könnte oder so. Aber das werde ich mal gucken. Ich habe ja ein Glasdach im Ioniq und dann kann man vielleicht auch das iPhone von hier oben auf dem Tacho filmen lassen. Ich werde das mal ausprobieren. Also ein bisschen rumtüfteln. Ich will mich optimieren. Ich will das für euch auch machen und ja, bis zum nächsten Mal an der Stelle und ich hoffe, wir sehen uns. Also, bis dann. Tschüss.